Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute geht es um Garstufen. Ein theoretisches Video, aber ein sehr wichtiges Video. Wann ist denn die perfekte Gare vor dem Backen? Da kennen wir eine zu knappe Gare, eine mittlere Gare und eine Übergare. Viele weitere verschiedene Backversuche habe ich im neuen Online-Kurs Brotfehler in der Backacademy gemacht. Der wird heute veröffentlicht, das ist schon wieder 5 Wochen her, als der letzte, der Urdinkel-Backkurs veröffentlicht wurde. Ich mache es immer so, dass ich hier eine Lektion auf YouTube kostenlos zur Verfügung stelle und diese Lektion ist eben die Garstufen-Lektion. Im Kurs mache ich viele weitere Backversuche. Ich gehe auf Fehler ein, die passieren können. Ich zeige dir, wie du die Fehler natürlich vermeiden kannst. Dann mache ich andere Versuche auch noch, damit wir verstehen, was im Teig passiert und dann dementsprechend reagieren können. Sehr interessanter, sehr lehrreicher Kurs. Wenn du Brotbäcker bist, Hobbybäcker, dann würde ich dir diesen Kurs ans Herz legen. Jetzt kommt dann im Anschluss der Trailer zum Kurs und dann die Garstufenlektion. Ich bin sehr gespannt, wie der Kurs bei euch ankommt. Auch für mich persönlich war es sehr spannend und sehr lehrreich. Mache ich nicht alle Tage so viele Backversuche zu Hause und das explizit so auseinanderzunehmen. Falls du die Backacademy noch nicht kennst, dann kannst du die 7 Tage kostenlos testen oder jeder Kurs ist dort auch einzeln verfügbar, den kannst du auch einzeln buchen, momentan noch mit 20% Rabatt. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, viel Spaß bei der Garstufenlektion. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder in der Backacademy. Bis dann, dein Marcel. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kurs in der Backacademy namens Brotfehler. Hier geben wir den meisten Fehler, die zu Hause passieren können, auf die Schliche, auf den Grund. Wir analysieren verschiedene Praxisbeispiele, machen uns Backtests. Beispiele dafür sind zu fester Teig, zu weicher Teig, Untergare, Übergare, wie finde ich heraus, wie ist die optimale Gare, wann ist der Teig richtig geknetet, wann ist er überknetet, wann ist er zu wenig geknetet. Dann die Schnitttechnik, wie schneide ich das Brot vor dem Backen ein, wie schneide ich es, dass es gewünscht dann aussieht, was gibt es für Fehler beim Einschneiden und, und. Zudem habe ich noch viele Backtests vorbereitet, indem ich dir aufzeige, wie die Theorie manchmal von der Praxis auseinandergeht. Beispiel dafür ist reduzierte oder verzögerte Salzbeigabe. Das heißt, oder die Theorie sagt, dass man Salz nicht von Anfang an beigeben soll, weil sonst die Teigentwicklung gehemmt ist. Genau das Gleiche macht eigentlich auch der Autolyse-Teig, den ich dir dann im Verlauf dieses Kurses noch erklären werde. Nun wünsche ich dir viel Spaß im Kurs. Ich hoffe, er ist so lehrreich für dich, wie er für mich war. Und wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion. Hey Leute, herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Jetzt schauen wir uns die Garstufen vor dem Backen an. Sprich, Teig wird hergestellt, dann gibt es so eine sogenannte Stockgare. Nach der Stockgare wird der Teig geformt und das ist die Stückgare. Und die schauen wir uns jetzt an. Das ist vor dem Backen auch sehr ein entscheidender Schritt. Ich habe hier 3 Stücke vorbereitet. Das hier hat eine Übergare, also habe ich zu lange aufgehen lassen. Dieses Stück hier ist optimal und das hier hat eine zu knappe Gare oder junge Gare. Wann ist es optimal? Kommt immer auf den Teig an. Wie lange war die Stockgare? Wie lange ist die Stückgare? Da gibt es keine generelle Aussage, wo ich hier treffen könnte. Im Sommer geht es zudem, wenn es warm ist, schneller auf als im Winter, wenn es kalt ist. Da muss man wirklich mit dem Auge, mit ein bisschen Erfahrung und mit dem Antasten des Teigstücks rausfinden,
ob eine gute Gare ist. Das funktioniert so, ich gehe mit den Fingern, drücke rein und es kommt wieder leicht zurück, aber nicht sofort. Wenn ich hier eine zu knappe Gare habe, dann kommt es sofort wieder zurück. Und es ist auch viel fester und hier habe ich weniger Widerstand, also ich kann drücken, es ist weicher. Und eine zu große Gare kommt gar nicht mehr raus, es gibt so Dellen und fällt wahrscheinlich dann auch zusammen. Beim Einschneiden ist es so, je gedrungener, also je knapper das Teigstück aufgegangen ist, desto tiefer muss ich es auch schneiden. Das heißt, im Ofen hat das viel mehr Kraft, viel mehr Power. Und wenn ich es zu wenig tief schneide, dann gibt es so Ausbuchtungen, so Kropfbildungen. Dieses hier schneide ich normal 3 bis 4 mm tief und dieses hier sollte ich eher nur quasi anritzen, weil das hat ja im Ofen fast keine Kraft mehr. Schneid die Dinger mal. Und hier sieht man, da geht die ganze Luft jetzt schon raus, das fällt zusammen und das wird im Ofen dann auch nicht mehr hochkommen. Wenn die Luft mal draußen ist, dann ist sie draußen. Wir sagen auch in der Fachsprache, das Teigstück oder der Teig ist verreckt, weil hier passiert dann nicht mehr viel. Ich backe die ganzen Teigstücke und dann schauen wir uns an, was passiert ist im Ofen. Die Brote sind gebacken. Wollen wir das Ganze analysieren? Hier siehst du das Teigstück oder mittlerweile das Brot, das völlig zusammengefallen ist, die Übergare. Man sieht, es ist völlig flach, richtig verklebt. Da ist nicht mehr viel passiert im Ofen, weil die Kraft natürlich einfach weg war. Wenn das Ganze verpufft ist, passiert im Ofen auch nicht mehr viel. Das hier ist das Optimale. Ein bisschen blinder Ausbund, aber spielt nicht so eine Rolle. Man sieht es gut im Gegensatz zum kleinen gedrungenen, wo ich quasi eine Untergare hatte. Das hier ist natürlich seitlich sehr stark aufgerissen hier. Wild ausgerissen, wilder Ausbund. Das ist einfach, weil es noch so viel Kraft im Ofen hatte. Wenn ich das jetzt nicht tiefer eingeschnitten hätte, wie das andere, wie ich vorhin gesagt habe, dann könnte es auch sein, wie hier im Buch gezeigt, dass es unten seitlich auch noch gerne aufreißt. Das wäre ein möglicher Grund. Und wenn man die hier nebeneinander sieht, ganz klar Volumen, was hier nicht passt, das ist fast halb so groß. Hier, das ist so lang wie das normale, aber natürlich viel flächer und optisch ist das natürlich ganz klar das schönste Brot. Also bei der Garstufe ist es wirklich wichtig, die richtige Gare zu erwischen. Tendenziell ist es so, je länger die Stockgare gemacht wird, desto kürzer die Stückgare. Teilweise kann man es sogar direkt in den Ofen tun, aber es ist schwierig, hier wirklich zu sagen, wie lange geht das. Es kommt auch noch auf die Teigtemperatur darauf an. Je wärmer der Teig, desto schneller geht er natürlich auch auf. Je kühler der Teig, desto langsamer ist es. Winter, Sommer habe ich eine Kühlschrankgare. Wichtig ist das Gefühl, langsam ein bisschen rauszufinden. Versuche vor dem Backen das Teigstück ein bisschen zu fühlen. Wie ist das? Und dann kommt es gut. Aber wenn du solche Brote schon mal hattest, die zusammengefallen sind, dann war es eine Übergare. Hast du solche, die sehr, sehr wild aufreißen, geht natürlich auch beim Butterzopf. Das ist auch ein häufiger Fehler. Dort ist es meistens zu früh in den Ofen. Wie korrigiere ich es? Hier einfach noch ein bisschen länger warten. Logischerweise. Hier war es gut. Und hier früher in den Ofen rein. Falls du mal merkst, da du hast keine Zeit oder Ofen ist noch besetzt und das Teigstück sollte in den Ofen, dann kannst du es auch einfach in den Kühlschrank stellen. Dort ist wieder kühler, der Teig geht weniger schnell auf. Umgekehrt, der Ofen ist bereit oder du willst backen, aber Teigstück ist noch nicht ready für den Ofen, dann kannst du auch versuchen, die Temperatur zu erhöhen bei 30 Grad in den Ofen, dann geht das natürlich auch viel schneller auf. Ich hoffe, du kannst hier was mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Lektion.